Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 17. Da sind wir wieder zurück. Warum kam so lange keine Folge? War jetzt ein paar Tage her. Denn, und das möchte ich nochmal sagen, ich habe selber noch Schule und deshalb schaffe ich das nicht. Zweimal habe ich bis 4 Uhr Schule, dann habe ich keine Lust mehr aufzunehmen, dann um 4 Uhr und auch so, dann ich habe dann bis 3 Uhr nur Dienstag und Freitag habe ich bis 12:30. Ja, könnte ich aufnehmen, von daher, wenn mal ein bisschen weniger kommt oder ein paar Tage nichts kommt, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind ja jetzt wieder zurück und spielen den Union Berlin Topspiel. Habe ich ja schon in der Folge davor gesagt. So. So spielen wir erstmal. Im letzten Spiel waren wir nicht so erfolgreich. Da haben wir gegen 68 München kein Tor geschossen. Warum nicht? Weiß ich selber nicht. So, und wir müssen hier passen. Bisschen aufwärmen. Würde ich mal sagen. So, spielen wir noch den Pass. Jetzt ist die Übung auch zu Ende und wir fangen an im Union Berlin Stadion. Das heißt Court Lane. Und wir fangen an von links nach rechts. Geht's los in der Court Lane. Besser gesagt im Stadion von Union Berlin. Die sind, was waren die gerade? Dritter oder Zweiter, auf jeden Fall sind die gut. Das heißt, das wird hier. Oh, shit. Shit happens. Direkt mal Union Berlin. Pfosten getroffen. Das kann ja was geben. Lauf doch. Der ist schneller als der Stürmer, der Perse. Ich sehe, das wird schwer. Das wird schwer heute. Das wird nicht. Ah, Mann. Ja. Ah, komm, Mann. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich an den Ball komme. Gut vom Benjamin Lapper. Abstoß vom Torwart hier. Und Union Berlin im Ballbesitz. Also, wir müssen richtig gut spielen. Mir zu gewinnen, das war nichts gut gemacht von Bastians. Was war das? Und vielleicht, wenn wir hier gewinnen, dann können wir oben mitspielen. Das ist klar, wir können oben mitspielen, wenn wir hier gut dagegen halten. Geh doch hin! Oxford. Sauber. Komm, Weiland. Jawohl. Ja! Nein! Nein! Nein, nein, nein. Mann, gute Chance. Da kam der noch mal an den Ball. Boah, ich wusste, dass das nichts geben wird. Sauber. Das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk! Von uns. Wir hatten jetzt auch eine gute Chance. Komm, Oxford. Sauber. Sauber. Ah, Mann. Zu weit weg. Ah, Mann, den bekommen wir nicht mehr. Den Ball. Mann, schon wieder. Fast ein Fehlpass. Und wieder haben wir den Ball abgefangen. Weil zum 18. Mal oder so. Zum 18. Mal. Komm, komm, komm. Eisfeld, Mann. Schade. Schade, schade, schade. Alter! Nein! Mann! Busch hat gehalten.
Ach Gott. Renn! Ja, den haben wir nicht mehr bekommen. Da hat sich einer verletzt. Stepfan Fürstner hat sich verletzt. Muss wahrscheinlich ausgewechselt werden. Denke ich mal. Was macht Perze da? Aber. Und übrigens, weil ich ja letzte Folge gefragt habe, wie viele Spiele Claudio Bravo gesperrt ist, und ich habe die Antwort bekommen, also nicht von euch. Er hat ja nicht gespielt gegen Barcelona und er ist ein Spiel gesperrt. Also in Barcelona war er gesperrt und jetzt gegen Gladbach, dann ist ja glaube ich das nächste Spiel. Da darf der wieder spielen. Und ja, 3-1 gewonnen. Barcelona hat tatsächlich verloren. War ich überrascht. Hätte nicht gedacht, dass Barcelona das noch außer Hand gibt, das Spiel. Gut gehalten. Und ja, Barcelona trotzdem noch Erster. Für Gladbach ist nicht gut, denn die hatten ja jetzt die Chance, haben selber nicht gegen Glasgow gewonnen. Hätten glaube ich sogar Zweiter werden können. So, jetzt ein Konter. Da waren wir zu weit weg. Ey! Elfmeter! Ja! Ma, Ecke! Der hat schon wieder eine Minute. Hey, was ist das denn, FIFA? Ihr pfeift eine Minute vorher ab. 3 Minuten Nachspiel. Zeit, was macht er? Er pfeift schon ab. Also, wir spielen weiter. Führen immer noch. Führen nicht unentschieden stets. Aber wir hatten die besseren Chancen. Gerade auch wieder. Jetzt renn noch, Mlapper. Der hat rausgespielt, siehste? Jetzt hat er eine Chance. Bird. Stiepermann. Boah, gute Chance. Nur 0 können wir nicht wieder machen. Was ist das denn? Ich will doch... Mein Gott, FIFA, ne? Ganz ehrlich. Aber Riemann. Genauso an der Grenze noch. Meine Güte. Jetzt fängt wieder dieser komische Fußball an. Dieser Fußball, den keiner sehen will. Wieder dieser FIFA-Fußball. Rumspacken. Das ist wieder die FIFA-Logik. Du hast den Ball und dann verlierst du den. Das ist sowas von komisch, FIFA. Schön. Schon wieder dieser Torwart. Ey. Wir stellen um. 4-4-2, zwei Spitzen. Ich bin nicht dumm, ich hab... Ich hab ernsthaft Hoffa nicht mitgenommen. Ey, bin ich dumm. Ich werde das bereuen. So, wir haben ja Wurz gebracht jetzt. Die spielen immer lange Bälle, kann das sein? Den.
Boah, ich wollte schon jubeln. Mann, ey, wir sind doch so... Boah. Das kann nicht wahr sein, ganz ehrlich. Wir sind sowas von besser, die können überhaupt nichts. Ganz ehrlich, warum sind die Zweiter? Oder Dritter war nichts. Es war doch nichts, FIFA. Mann, ey, FIFA ist immer... Wir sind vorgegangen. Ist wieder keiner, der... Oh, der hat keine Energie mehr. So, wir wechseln jetzt aus. Bringen den... Wen bringen wir? Bringen Wydra mal rein. Ich habe das Gefühl, dass er gut ist. Glaube ich. Sauber, den haben wir jetzt. Schön. Ja! 1:0! Peniel Mlapper, und da führen wir endlich sowas von verdient. Haben wir den Ball bekommen, geschickt. Und ich dachte wieder, der Torwart hat den. Hätte ihn auch fast bekommen. Und wir führen Mlapper. Ich weiß nicht, wievieltes Tor das jetzt schon ist für den. Hat auf jeden Fall nicht wenige. Sauber. Ich sag doch, wir sind das bessere Team und haben das Tor jetzt gemacht. Warum flankt der? Sauber. Oxford. So, jetzt kontern. Komm. Boah. Nee. Ja, er hat Ball gespielt. Mann, den hat er ernsthaft noch bekommen. Aber ich hätte, wenn ich geschossen hätte, der wäre nicht reingegangen, glaub mir. Keine. Hä? Ja gut, der kam aus dem. Wenn er jetzt dahin spielt. Ich glaube, ich habe noch nie so ein dominantes Spiel von uns gesehen. Sauber! Ja, 2:0 für Bochum. Souverän, wir sind einfach die bessere Mannschaft und feiern uns hier wieder durch den Steilpass. Das ist meine Taktik. Schön geschickt. Keine Chance für den Verteidiger, der da nicht mehr hinterherkommt. Und wir führen mit 2:0. Damit sind die 3 Punkte eigentlich schon so gut wie... Ja, im... Nein! Hehe! 3:0! Wut! Sauber! Ihr habt den Verteidiger gesehen? Ey. Wieder frei vom Tor. Ja, das war jetzt ein Geschenk. Ganz ehrlich, das war ein Geschenk und wir wechseln jetzt. Ganz ehrlich, was war das? Wir bringen Kanus, aber ey, wohl zweites Tor. Sauber, 3:0. Und dass wir Union Berlin so was von wegfegen hier. Ja, sowas von verdient. Die bringen nicht nach vorne. Dann Bälle kann ich auch. Guck mal, schon wieder ein Fehlpass. So, und jetzt zweite. Jetzt ist ja gleich Abpfiff. Nach 2 Minuten. So ist FIFA und komm zu 0 spielen, wäre mal wichtig. Komm, noch ein Tor! Der ist ganz frei. Ah, schade. Hätten wir mehr draus machen können, aber die Zeit. Und die ist jetzt auch zu Ende. 3:0 Auswärtssieg. Das ist richtig wichtig. Zu 0 gespielt. 3 Tore geschossen. So geht das. Sauber. Riemann hat heute wenig zu tun gehabt.
Und ja, da seht ihr nochmal das Stadion hier. Die Union-Spieler sind ziemlich enttäuscht, denke ich mal. Da ist der Torwart, wo wir erst dachten, da schaffen wir kein Tor. Haben wir aber. Und ja, 3 Punkte haben wir in Auswärtssieg. Ist immer wieder wichtig. Und wir haben weniger Ballbesitz. Was? Aber Schüsse haben wir 11. Von daher waren wir dann doch die bessere Mannschaft. Und Stuttgart hat 1-0 gegen Heidenheim gewonnen und Würzburg 0-2 gegen Braunschweig verloren. Und wir sind jetzt dritt. Was? Nee. Einen zu weit gegangen. Wir sind jetzt Dritter. Nach 9 Spielen haben wir 18 Tore. 9 Gegentore ist gut. Und wir müssen zusehen, dass wir den Abstand auf Stuttgart und Braunschweig nicht. Also, dass wir die jetzt nicht aus den Augen verlieren. Auf Union gut. Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf den 6. Das ist Dresden. Und wir simulieren und spielen gegen Dresden. Ja, spielen gegen Dresden und danach im Pokal. Ich kann Nationaltrainer von Südafrika werden. Wie gesagt, schreibt doch in die Kommentare. Ich lehne das Angebot erstmal ab, denn ihr sollt ja entscheiden. Und ja, gegen Dresden, gegen den 7. Wir sind 5. Ach so, weil die schon gespielt haben. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wieder 3 Punkte heim. Das wäre sowas von wichtig. Wir sehen uns. Macht's gut. Und tschüss.